Hallo meine lieben Zuckerschnuten und herzlich willkommen wieder hier bei mir auf meinem Kanal. Heute gibt es ein kleines feines Unboxing von der Firma One Day Saving. Ich habe zwei Bilder für euch, ein großes und ein kleines. Und was ganz Besonderes, das kommt mit in den Urlaub, das weiß ich jetzt schon. Sowas, das hat glaube ich auch nicht jeder, aber... Da wird es vielleicht schon klappen. Und hat es bestimmt auch schon auf dem Thumbnail gesehen. Ja, aber ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt gleich nochmal genauer an. Vorher setze ich mich ordentlich hin. Ach ja. Dann starten wir mit dem Intro. Und ich zeige euch, was ich hier Schönes vor mir liegen habe. Also, ich habe mir eine Tasche ausgesucht. Eine kleine Kosmetiktasche. Ich fand das total schön. Die hatten einige Taschen dort im Angebot, also auch in Weiß und nicht nur mit Mandala, auch, ich glaube, Flamingos und Blumen und sowas. Aber die war jetzt am klassischsten. Ich bin ja sowieso mehr Team Schwarz, ne? Schwarz ist einfach zeitlos und passt zu allem. Aber ich fand das toll. Und die kommt definitiv mit in den Urlaub, weil ich jetzt endlich mal eine Tasche habe, wo auch wirklich meine kompletten Schminkutensilien reinpassen. Und ich das nirgendwo quetschen muss, wo auch mal mein Pinsel mit reinpasst. Wir testen das gleich mal aus. Oh, hier ist sogar noch eine Kette mit dazu. Oh, guck mal gleich. Also hier... Make-up passt. Puderpinsel passt. Da passt sogar noch eine kleine Palette rein. Also da bin ich dann, glaube ich, safe für den nächsten Ausflug. I like, das gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht noch eine zweite holen und für die Mausi, dass die dann auch immer ein bisschen, weil ihr wisst ja dann, na, so mit 8 geht das ja dann so langsam los. Immer Handcremchen hier, ein Labello dort und noch eine Haarbürste und eine Haarspange. Ne? Also ihr, irgendwann geht es halt dann halt mal los, dass die Mädels sich langsam aufhübschen wollen. Ne? Und warum auch nicht? Solange es im Rahmen bleibt, jetzt im Alter. Ich meine, zu Hause kannst du rumrennen wie ein Clown, das ist mir auch egal. Ne? Da kannst du sonst was ins Gesicht hauen mit ihrer Schminke. Also immer schön, wenn sie sich dann den Lipgloss auf die Augen packt. Das ist so. Sorgt für glänzende Augenblicke. So, dann haben wir hier sogar noch zum Umhängen. Also seht ihr könnt das sogar... Das ist ein bisschen... Ja, gut, das muss man sich ein bisschen zusammenbiegen hier. Kleines Mühe kaputt gegangen. Ist aber nicht schlimm. Macht mein Mann. Also ihr habt noch eine Kette mit dazu. Die ihr dann quasi... Ich mache das jetzt einfach mal schnell. Ach, ich weiß, warum das aufgebogen ist. Wir kommen doch hinter alles. Ich müsste aber dann trotzdem zubiegen. Und fällt runter. So, machen wir das mal. Habt ihr die hier so dran? Könnt ihr sogar, wenn irgendein Fest ist oder also so Stadtfeste, wenn die dann wieder losgehen oder eben auch im Urlaub, wenn ihr es nicht als Kosmetiktasche benutzt, dann so schön umhängen. So, zack. Und habt eine tolle Umhängetasche dann hier gleich bei euch. Gut, das Bändchen ist ein bisschen lang. Muss man mal gucken, ob man das ein bisschen kürzen kann. Sicherlich, die Glieder kann man bestimmt ein bisschen auftrennen und dann, also ein bisschen aufkneifen und dann ein paar raustrennen, je nachdem, wie ihr das wollt. Und dann haben wir noch, das soll bestimmt hier vorne drin, so ein... Wie sagt man dazu?
weiß ich gar nicht. So ein hübsches Detail. Sagt mir mal, wie man das nennt. Ich komme nie drauf. Das hängt doch immer an vielen Gardinen unten dran. Da hat sich meine Katze dann immer so gerne hier dann gehangen und das aufgetrieben. Ah, das könnt ihr dann hier vorne noch mit dranhängen. Fragt am besten eure Männer, die brauchen ja auch mal was zu tun, ne? Ob die euch das einfach mal da dran pappen. So, dann waren noch dazu Steinchen. Oh, schön. Wir haben zum Beispiel goldene mit dabei. Hier noch ein paar weiße. Hier seht ihr sogar noch ein paar Tropfen. Große blaue. Und auf der anderen Seite habt ihr auch noch blaue Steinchen. Also ich finde das toll. Die kommt definitiv mit in den nächsten Urlaub. Aber hundertprozentig kommt die mit. Wie gesagt, man kann es ja erst als Kosmetiktasche und dann packt man das ganze Zeug raus. Und dann, wenn man essen geht oder so, macht man sich das Ding hier einfach mal so drum. Guckt, wie gesagt, gerne mal. Ich verlinke euch das unten in der Infobox. Da könnt ihr mal durchstöbern, welche verschiedenen Motive die noch haben, was euch denn da so gefallen würde. Aber unbedingt versiegeln am Ende nicht vergessen, weil sonst plumpsen euch die Steinchen dann wieder runter. Und das wäre ja auch doof. Jo, als nächstes kommt ein kleines Bild. Das ist noch weihnachtlich. Aber es ist ja nicht schlimm. Weihnachten ist ja noch nicht so lange her und kommt ja auch wirklich wieder. In 11 Monaten. Da haben wir im Januar schon verschrubbt. Und da haben wir ein Standard-Toolkit. Runde Acrylsteinchen. So, und wir haben hier so ein Giftgrün. Vielleicht erratet ihr dann schon, welches Motiv es ist. Wir haben die Maße 30x30 und sogar ganze 20 Farben, aber ich fand den so geil. Ah, der macht sogar jetzt noch Spaß zum Pen. Guck mal, ein Mini Quinchy in einer Kakaotasche. Ja, mit dem Piepmatchen. Ja, das sieht aus wie Tweety. Ah, den fand ich so geil. Hier oben könnt ihr dann auch mega nochmal in diesen Kugeln, entweder mit diesen Fairy Dust Steinen oder mit Leuchtis oder mit AB Steinen arbeiten. Ich fand das mega geil. Meine Schokostange, hey. Oh, der Wahnsinn. Der wird auch schnell fertig sein. Trotzdem 20 Farben, aber auf seiner geringen Größe. Ach, das sieht doch geil aus. Eigentlich bin ich nicht so der Quinch-Fan. Ich mag eigentlich Weihnachten. Eigentlich. Aber der hat Mama gesagt. Also durfte natürlich auch mit hierher. Ne? Bin da ja auch nicht so. Und dann haben wir noch ein großes Bild in den Maßen 60x40. Ich muss mal kurz knistern. Ganze 48 Farben. Mit AB haben wir hier. Ihr wisst ja, ich stehe auf Lotusblüten. Ja, so. Auch asiatischer Raum. Ich habe auch an meinem Bein, so bis Hälfte vom Oberschenkel, habe ich so eine Lotusblütenranke tätowiert. Ja, ja. Hat mir mein Mann gemacht. Mein Mann darf mich nicht oft auch quälen, also was Tätowieren anbetrifft. Ne? Ihr wisst ja, mein Mann hat sein eigenes Tattoo-Studio. Wer hier aus der Nähe kommt, also so zwischen Chemnitz und Dresden wohnt, ich verlinke euch gerne mal sein Insta-Profil unten in der Infobox. Da könnt ihr mal durchstöbern. Ich weiß, ich bin seine Frau. Ich bin immer stolz auf ihn, aber er ist wirklich, was das anbetrifft, ein richtiger Künstler. Also wenn ihr jemanden sucht für euer perfektes Tattoo, eigentlich nicht nur, wenn ihr aus der Umgebung von hier kommt, wenn ihr deutschlandweit den einen Tätowierer sucht, der euch das, was ihr wollt, 1A auf die Haut bringt. Na, wisst ihr Bescheid? Ich
Schreibt ihn gerne mal, guckt mal durch und dann antwortet er euch gerne. Jo, da haben wir eine wunderschöne Lotusblüte. Ich sage es, ein Riesenbild. Ich roll mal etwas zurück. Ein Riesenbild, eine Lotusblüte auf einem See. Hier oben noch eine verschlossene. Ach ja, wie gesagt, wir haben 48 Farben und das Schöne ist, ihr paintet das wieder so. Also ihr müsst das in der Länge hinlegen, ihr könnt euch das dann quer so hinlegen und zum Painten. Und dann haben wir ja gesagt, wir haben AB-Steine und ihr wisst doch, ich zähle gerne mit euch die AB-Steine durch und guckt die mit euch an und das machen wir jetzt auch noch. Also ich sehe schon ein paar Blitzen. Dann fangen wir mal an mit Zähnen. 1, 2, 3, 4 sind es. Genau. Also ich sage die anderen Farben, ich halte sie euch mal hier hoch. Viel rosa, blau. Runde Acrylsteinchen, alle in Zipptüten. Ist mir immer lieber als diese kleinen 200er. Und an AB haben wir die 823. Ein dunkelblau. Dann haben wir die 789. Ein lila. Die 318. Ein grau. Und dann haben wir noch ein grau und zwar die 413. Genau. Ach, das wird schön. Wenn man so viel Platz hätte an der Wände, ne, um die alle dorthin zu hängen, wie man wollte. Ach. Aber keine Angst, wenn ich fertig gepaintet habe, die kommen bei mir auch nicht weg. Ich habe eine große Box, da kommen die alle schön, ordentlich und sauber rein. Also das ist, die sind alle safe. Die werden, da kommt keins weg. Das ist alles da. Ja, da haben wir es schon. Oh, ich finde die Tasche trotzdem mega. Das ist mein Highlight. I like. Manche Frauen freuen sich über eine Louis Vuitton Handtasche. Ich freue mich über eine Diamond Painting Handtasche. Oh, die kann man auch locker. Oh, die nehme ich, glaube ich, auch mit aufs nächste Konzert. Da darf man ja bloß in eine gewisse Größe noch und die passt ja perfekt. Handy, Geld, Schlüssel, Autoschlüssel, passt alles hier rein. Ja. Jo, meine Lieben, das war's dann schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank an die Firma One Day Saving. Wenn ihr nachshoppen wollt, ich habe da noch einen Rabattcode für euch. Und zwar, blende ich euch unten ein, schreibe ich euch in die Videobeschreibung. Nicole World 05 off. Wie gesagt, müsst ihr euch nicht merken, steht alles unten drunter. Ich verlinke euch alles. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Der Klassiker bei den YouTubern, ne? Lasst mir ein Däumchen nach oben da und vergesst nicht auf den Abo-Button zu klicken. Es ist kostenlos. Zitat Ende. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Eine wundervolle Zeit mit all euren Liebsten. Bleibt schön gesund, das ist das Wichtigste. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.